Ja, es geht jetzt um die Berechnung einer Pyramide aus deren Oberfläche und der Höhe HS. Und wir erinnern uns, da gab es die Formel für die Oberfläche, die war 4 mal A mal HS halbe plus A Quadrat. Das war die Formel für die Oberfläche. So, und jetzt füllen wir diese Formel mit Leben und haben dann 1440 ist gleich 4 halbe ist 2, 2 mal A mal HS, das ist 26, plus A Quadrat. So, jetzt gibt es bei dieser Gleichung ein Indiz. Welches Indiz gibt es da, zweite Reihe? Resonanzformel. Das war dritte, egal. Das Indiz ist A Quadrat. Das ist das Indiz. Und die Folgerung ist die Mitternachtsformel. Das heißt, ja, man muss das mit der Mitternachtsformel rechnen. Wir haben A Quadrat plus 52a minus 1440 gleich 0. Und haben dann in der Mitternachtsformel A gleich 1, ein bisschen dämlich, weil wir ja schon A haben, B gleich 52, C gleich minus 1440. Also habe ich A1, 2 gleich minus 52 plus oder minus die Wurzel aus 52 zum Quadrat plus 4 mal 1400 durch 2. So, welcher Wert kam jetzt hier unter der Wurzel raus? Welcher Wert kommt da raus? Dritte Reihe? 8464. Und die Wurzel aus 8464 ist? 92. Also habe ich minus 52 minus 92 halbe. Der Wert ist natürlich uninteressant, weil den können wir nicht brauchen, negative Längen. Also brauchen wir den positiven Teil. Also haben wir A gleich minus 52 plus 92 halbe und das ist dann minus 52, das ist 40 halbe, ist 20. Wir haben also A gleich 20, die zweite Lösung entfällt. Ich schreibe das, die zweite Lösung ist kleiner 0 und deswegen entfällt die. Nur, dass wir zeigen, dass wir dran gedacht haben. So, jetzt haben wir das A und jetzt können wir die restlichen Größen rechnen. Also fangen wir an. Ja, bitte. S Quadrat. Also wir nehmen das Dreieck her. Hier mit A halbe. Hier haben wir das S. Hier haben wir das HS. Und hier das S. Dieses Dreieck nehmen wir her. Und das heißt, da haben wir S Quadrat gleich A halbe Quadrat plus HS Quadrat. Füllen wir mit Leben. Jetzt bitte diktieren. S Quadrat ist gleich 26 durch 2. Naja, von mir aus. Nee, es ist HS. 20 durch 10. Genau, 20 durch 2 zum Quadrat plus das HS. Das ist 26 Quadrat. Ja, und das ist 26 Quadrat. Was ist das? Ja? 676. Und die 10 Quadrat sind 100. Das sind also 776 fürs S Quadrat. Damit ist S gleich Wurzel 776. Und was kommt da raus? 27,9 ungefähr. Und wir erinnern uns an meine Ungleichung. Dieses S ist etwa so lang wie das H. Das passt auch hier. So, jetzt fehlt uns noch das H. Und beim H gehen wir wieder in ein Dreieck. Da haben wir hier das HS und hier das A halbe. Also haben wir H Quadrat gleich HS Quadrat minus A halbe im Quadrat. Füllen wir das mit Leben, dann haben wir H Quadrat gleich HS Quadrat, das ist 26, minus A halbe, das ist jetzt minus 20 halbe zum Quadrat. Also haben wir jetzt diesmal die 676 minus 100, also die 576. Das ist das H Quadrat und damit ist das H gleich die Wurzel aus 576 und das ist 24. Und wir sehen wieder meine Ungleichung, nur zum Sehen. Also das H ist das kleinste, dann kommt das HS und dann kommt das H und die Werte sind etwa gleich groß. Ja? Also das heißt, sind in der gleichen Größenordnung und es gilt diese Ungleichung. Fragen zur Aufgabe.